Hey guys und willkommen zu der nächsten Folge Minecraft Lost in Space. Ja, heute in der Folge versuchen wir ein bisschen Mechanism zu machen und ein paar Fragen zu beantworten. Aber bevor wir mit Mechanism anfangen, müssen wir erstmal den Coal Generator machen, damit wir ein bisschen Strom haben für den Mechanism Mod. Aber ich würde sagen, wir fangen damit an und währenddessen lese ich euch drei Fragen aus der Folge GTA vor. Da habe ich halt ein paar Fragen gestellt bekommen. Und ja, wenn ihr die Folge GTA noch nicht gesehen habt bei mir, Link in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mit der ersten Frage an und mit dem Coal Generator. Die erste Frage kommt vom Enderkrieger und der fragt, sag mal, was ist dein Lieblingsfilm und warum? Ja, erstmal, den Kommentar werde ich wahrscheinlich hier einblenden. Ja. Und dann, mein Lieblingsfilm ist Star Wars 7, das Erwachen der Macht. Aber eigentlich ist jeder Star Wars Film so mein Lieblingsfilm, weil ich Star Wars einfach nur richtig geil finde. Aber ich finde Star Wars 7, das Erwachen der Macht, war eigentlich der Beste daran. Aber ja. Und warum ist er mein liebster oder halt Lieblingsfilm? Weil ich mag einfach Star Wars und ja, das ist halt, ich weiß auch nicht. Star Wars einfach so geil. Die zweite Frage kommt vom Pille Sully und er wollte auch mal gegrüßt werden. Also fühl dich hiermit gegrüßt, Philipp. Ja, weißt wie du heißt. Ha. Nee, eigentlich ist mein Klassenkamerad. Aber fühl dich mit dieser Frage gegrüßt oder so, keine Ahnung. Okay. Und er hat gefragt, oder halt geschrieben, sprich mal dumme Geschichten aus der Schule an, und er hat noch hinzugefügt, alles über den Rausch. Ja, erstmal, wer ist Herr Rausch? Herr Rausch ist unser ehemaliger Klassenlehrer. Und an ihm gibt's zwei Sachen. Einmal eine gute und eine schlechte. Die gute ist, ihn hat einfach nichts interessiert, was wir gemacht haben. Also wir mussten so ein Arbeitsheft immer bei ihm machen. Und da waren halt auch hinten Lösungen drin. Und das Witzige war, wir konnten die Lösung einfach immer auf den Tisch legen. Also wir haben sie einfach auf den Tisch gelegt, einfach neben das Arbeitsheft. Und ihn hat es einfach nicht gejuckt. Ihn hat nicht gejuckt, was wir gemacht haben. Einfach nix. Aber das Schlechte daran war halt auch, dadurch hat er uns halt auch nichts beigebracht, ne? Also wir haben praktisch in den paar Jahren, wo wir ihn hatten, einfach kaum was beigebracht gekriegt, weil wir einfach nur was im Arbeitsheft gemacht haben und da halt auch immer die Lösungen halt hatten. Und deswegen konnte er uns auch nicht wirklich was beibringen. Aber ja. Dann habe ich noch eine zweite Story von Herr Rausch. Und die ist, wir hatten am Ende des Schuljahres, also wir hatten ihn, glaube ich, 4 Jahre lang. Am Ende des Schuljahres haben wir so eine Feier gemacht. Und bei der Feier war halt die ganze Klasse und er war halt auch eingeladen. Aber er ist halt nicht gekommen, ne? So dreist wie er war, weil er mochte uns halt auch nicht. Und er war halt so dreist. Und als wir dann am nächsten Tag in die Schule gekommen sind, haben wir ihn dann gefragt, warum er nicht gekommen ist. Und seine Antwort war halt, weil er Schnupfen hatte, ist er nicht zu unserer Feier gekommen. Aber das war natürlich nur eine dreiste Ausrede, weil er nicht wirklich Schnupfen hatte, ja. Das war Herr Rausch. Scheiß Klassenlehrer, ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Und die kommt wieder vom Enderkrieger. Und zwar, sag mal, warum du YouTube machst? Ja, warum mache ich YouTube? Ich mache YouTube, weil es mir einfach Spaß macht, die Leute zu unterhalten. Und mir macht es Spaß, für euch YouTube-Videos zu drehen. Und deswegen habe ich angefangen mit YouTube. Und ich hatte davor auch schon 1-2 Kanäle, aber auf die hatte ich irgendwie keinen Bock mehr. Aber ja. Okay, ich würde mal sagen, wir haben den Coal Generator schon gemacht und die Fragen durch. Also fangen wir mal an mit Mechanism. Ja, was brauchen wir zuerst beim Mechanism? Wir brauchen den Metallurgic Infuser,
Infuser. Und dafür brauchen wir 4 Eisen, 2 Redstone, 1 Osmium und 2 Öfen. Für die Öfen brauchen wir einfach nur Cobblestone, zack. Und zack. Ja, und wenn ich das nochmal so machen soll, dass ich euch Fragen beantworten soll, dann schreibt sie mir doch einfach in die Comments rein und vielleicht im über- oder übernächsten Video sage ich dann ein paar Fragen, wenn ich welche bekommen habe. Aber natürlich kann ich das nur machen, wenn ich auch welche bekomme. Aber ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Jetzt brauchen wir noch 4 Eisen. Zack, 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 zack. Dann ein Osmium. Und ich glaube, Redstone haben wir nicht. Aber wir haben eine Eisenspitzhacke und eine Höhle. Also würde ich sagen, gehe ich kurz in die Höhle und wir sehen uns gleich wieder. Jo Leute, da sind wir wieder und wie ihr vielleicht gesehen habt, hat gerade ein Creeper alle meine Sachen weggesprengt, inklusive meine Bett, aber na gut. Vielleicht muss ich jetzt mein Bett suchen. Ja, finde ich das Bett wieder oder hat er es in die Luft gejagt? Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, Leute. Jo Leute, da bin ich wieder nach diesem neuen Redstone Farm und der Creeper Explosion melde ich mich auch wieder und ich hoffe, ich konnte ein paar Sachen retten, mein Bett konnte ich retten, ja. Oder würde ich sagen, machen wir mal weiter mit Mechanism. Da brauchen wir noch die 2 hier und schon haben wir den Metall Infuser und ich glaube unseren Cobblestone Generator hat es zerrissen, oder? Nein, er hat überlebt, okay. Nice. Dann würde ich sagen, den Cobblestone Generator stellen wir hier hin. Aber warte, ich glaube, wir können auch unseren Erfolg reclaimen, ne? Zack. Okay, da hätten wir denn auch jetzt Kohle. So. Und geht es? So. So. Ja, das funktioniert. Oder? Nein. Doch. Wir bekommen Strom und wir haben unseren Metallurgic Infuser. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt. Aber ja. Was können wir uns denn jetzt Schönes machen? Ich würde sagen, wir können mal gucken, womit wir anfangen. Können wir vielleicht schon am Anfang so ein Windrad machen? Oder ist das noch zu schwer? Dafür brauche ich Gold und Redstone. Nee, das ist... Ich glaube, dafür muss ich noch ein bisschen farmen. Aber erstmal kriege ich hier den Zombie. Zack, zack. Und wir legen uns hin und schlafen. Ja, das war jetzt nicht so das Beste, ne, mit der Creeper-Explosion. Aber, ja gut. Was soll man machen, ne? Die Frage ist nur, womit wir jetzt anfangen. Wir haben jetzt angefangen damit. Aber wir müssen ja jetzt auch irgendwas machen damit. Damit wir ja ein bisschen weitermachen können. Aber ich glaube, dafür habe ich noch zu wenig Rohstoffe. Weil, wie ihr sicherlich gesehen habt, brauche ich hier... Sekunde, wo war das? Windrad, da. Da brauche ich hierfür dann die ganz viel Redstone, Gold und ja, dafür muss ich halt nochmal farmen, aber ich glaube, kann ich die machen? Ne, dafür brauche ich auch ganz viel Redstone und Eisen. Aber ich glaube, wie wir das hinbekommen, das ist auch ganz geil im Mechanism, da gibt es nämlich so ein Mining-Ding, was uns alles aus dem Untergrund ja, farmen kann und das machen wir wahrscheinlich als nächstes dann, wenn wir dann so ein Windrad haben, weil das Ding schluckt ganz schön viel Strom. Aber ich würde sagen, nach dieser Explosion und nach diesem, ja, Farm und nach dem ersten Schritt im Mechanism verabschiede ich mich jetzt.
nach dieser leider nur ganz kurzen Folge, aber ja, ich muss halt noch ein bisschen meinen, das mache ich dann wahrscheinlich offscreen. Aber ich würde sagen, wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst ein Like da. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert doch, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und ja, tschüss! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's